Guten Tag, ich bin Marc Benecke, du bist Ines. Und dies ist ein Interview für den sehr guten Sonic. Wie wir sagen Sonic und wie nicht gruftig sagen Sonic Seducer. Der Inhalt meines Vortrages über Fäulnis ist, dass Leichen, menschliche, tierische und andere Leichen zersetzt werden durch Bakterien, durch Larven, Insektenlarven, manchmal auch durch äußere Einwirkungen, Wildschweine oder irgendwas. Und wir haben einen schönen Film, den wir exklusiv auf dem WGT gezeigt haben, bei dem die Ines auch sehr viel Kameraarbeit gemacht hat, wo wir Schweinchen rausgelegt haben, die natürlich verstorben sind, also auf natürliche Weise verstorben sind. Und den führe ich vor, nachdem ich so eine Einleitung dazu gebe, wie es an echten Tatorten mit menschlichen Leichen fäulnistechnisch aussieht. Und hinterher konnten die bezaubernden Gruftis Fragen stellen. Wie war das für dich mit der Kameraarbeit? Das hast du wirklich gut gemacht. Danke. Ja. Also das hat Spaß gemacht. Ich wusste ja nicht mal, dass die Sachen verwendet werden. Also das sollte ja eigentlich nur für dich sein. Das sollte das hinter den Kulissen Material sein. Und dann hat der Regisseur das so gut gemacht. Jörg Buttgereit und Produzent Michael Kosakowski haben das mit reingenommen. Ja, und ich fand die Musik, man sollte aber sagen, die Musik in dem Film ist das Highlight wirklich, nicht die Kameraarbeit. Dass ich was erkläre in dem Film? Das ist auch spannend, ist auch, ja. Okay. Aber die Musik ist besser. Der Unterschied zu Vorträgen von normalem Publikum ist, dass ich hier viel mehr Anmerkungen machen kann über häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch, verstorbene Geschwister. Weil hier alle Leute Kontakt mit dem Tod hatten, sonst wären sie keine Gruftis oder mit Misshandlungen oder mit irgendwas, was auf jeden Fall oder für ein Kind todesnah wirkt, zumindest, ohne dass das vielleicht sein muss. Das kann man hier ganz normal machen. Zum Beispiel insbesondere Anmerkungen über häusliche oder sexuelle Gewalt, die kann man jetzt bei Nicht-Grufti-Publikum, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Also entweder verstehen die Leute, wovon man redet, oder weil sie wirklich aus so einer heilen Welt kommen, das gibt's, das kann man sich auf dem WGT nicht vorstellen. Oder weil sie dann halt so getriggert, aber nicht abgepuffert werden. Und das ist hier jetzt nicht so ein Problem, weil hier ist es schon klar, was das Thema ist. Nämlich gemeinsam vereint durch das schwarze Band halt mal, ja, wie viele Tage? Fünf, sechs Tage durch die Welt zu geistern. Ne? Ist dir noch was aufgefallen, was anders ist bei den... Ja, also natürlich sehr viele Fragen, das finde ich sehr schön. Ich sehe mich grundsätzlich für überhaupt nichts in der Verantwortung, außer dafür, mich sozial zu verhalten. In dem Rahmen und dem Spielraum und dem Handlungsraum, den ich habe. Ansonsten, ich meine, die Ines und ich, wir reden dauernd darüber, wie man sehr, sehr, sehr leicht, zum Beispiel sehr, sehr viel für Tierschutz, Klimaschutz und Ähnliches tun kann. Das interessiert keinen Menschen. Also man erreicht die Leute, bei denen halt schon der Boden gesät ist. Ne? Und so ist das auch mit Gruftis. Ich meine, Ines zum Beispiel stellt Diversität sehr stark in den Vordergrund, auch in Videos oder was auch bei TikTok mit und so. Ich ziehe mich einfach, ich habe dieselben Klamotten an, außer diesem schönen Geklimper, was ich bei jedem anderen Vortrag auch habe. Also ich glaube nicht, dass man Menschen so grundsätzlich ändern kann, dass man da jetzt eine große Verantwortung hätte, außer dass man zeigen kann, jeder Mensch kann sich vernünftig, sozial, ehrlich, aufrichtig und ohne Rumlügerei und so weiter verhalten. Aber ob ich damit jetzt gerade Gothic-Szene darstelle oder nicht, das kann, muss dann jeder selbst entscheiden. Was meinst du dazu? Ich denke auch, es ist einfach die Ehrlichkeit, also dass man etwas sagt, etwas repräsentieren möchte, wie bei uns sagen wir jetzt, du fährst nicht gerne Auto, sagst, Autofahren ist nicht gut für die Umwelt, wir sollten das auch wirklich mal lassen. Und dann sieht man uns auch wirklich das ganze Jahr über nur im Zug. Also wir sind dann, also wir machen das, was wir sagen. Und das, die Verantwortung sollte man, also die Verantwortung sollte jeder in der Öffentlichkeit haben. Ja. Wenn man sagt, okay, vegan ist besser für die Umwelt, bin ich der Meinung, dann seid auch vegan. Wenn man sagt, ich möchte Tierschützer sein, dann seid Tierschützer. Wenn man sagt, man will was für die Umwelt machen, man will CO2 sparen, macht es einfach. Nicht drüber reden, sondern einfach machen. Also also seid das, was ihr auch sein wollt. Und das wäre auch mein Tipp. Ich würde sogar eher umgekehrt sagen. Ich finde, dass viele Gothics eigentlich sehr mutig waren und häufig mir gezeigt haben, dass das auch kein Ding ist. Zum Beispiel, wenn man früher wurden ja Leute manchmal blöd angequatscht in irgendwelchen Mietshäusern oder sowas, dann ist das halt das Problem der anderen ist.
Also ich bin der tatsächlich Künstler sozusagen, der am häufigsten aufgetreten ist. Zwar nach Jahren weiß ich nicht, da hat das WGT eine andere Zählung, aber die Anzahl der offiziellen Auftritte, da bin ich mit Abstand der häufigste Mensch, der hier aufgetreten ist. Und das ist für mich sehr angenehm, weil ich hier nicht so aufpassen muss, was traumatische Dinge angeht. Also hier kann man das ganz offen sagen und dann hat sich die Sache auch. Das ist für die Vorträge natürlich angenehm, wenn man zum Beispiel eine verfaulte Leiche zeigt und sagt, okay, das kann passieren unter Verwahrlosungsbedingungen, bei psychischen Krankheiten und so weiter, dann weißt du halt in anderen Umgebungen immer nicht so genau, wie ist das Publikum zusammengesetzt, da muss man so ein bisschen die geistigen Fäden, um die Stimmung des Publikums abzutasten, rausfahren lassen. Und hier ist das halt überhaupt kein Problem, weil alle Leute damit Erfahrung haben oder jemanden kennen, zumindest der damit genug Erfahrung hat und alle selber aber auch wissen, wie man dann damit umgeht. Und das ist unheimlich entspannt. Also ich weiß noch, dass ich das allererste Mal hier war, keine Ahnung, wann das war. Ich weiß es nicht, unglaublich lange her. Mehr als 15 Jahre. Da war ich, da bin ich durch das Agra-Tor vorne gekommen und habe wirklich sofort gesagt, ist ja verrückt, es gibt ja eine Umgebung, wo normale Menschen sind, endlich mal normale Menschen. Das weiß ich noch, das war das allererste, was ich da gedacht habe. Ich wusste auch nichts. Ich wusste nur, es gibt WGT, keine Ahnung. Ich hatte so vielleicht die Orkus mal gelesen, wo früher noch so Gedichte von jugendlichen, traurigen Gruftis drin waren und Kontaktanzeigen und so weiter, die es ja heute alle nicht mehr gibt, aber ich wusste gar nichts. Ne? Das war wirklich ein großes Aufatmen. Ne? Man sollte vielleicht noch sagen, dass wir die letzten 2 Jahre auch den Geist des WGTs aufrechterhalten haben. Also es ist nicht so, dass wir die letzten 2 Jahre nicht hier waren. Wir waren tatsächlich hier, waren an der Agra-Halle, also an dem Tor, haben da extra so ein, 2 Mal Musik noch gemacht. Sachen verschenkt, Sachen verschenkt. Wir sind über den Zeltplatz gelaufen, haben uns den leeren Zeltplatz angeguckt. Wir waren im Heido. Das war ganz traurig, weil keine Zelte da waren. Ja, im Heido waren wir, es war kein Heido, das war ein Pestdorf. Ja, ein heidnischer Biergarten oder sowas in der Art, unter den Bedingungen von Corona und so weiter. Also wir sind durch die Stadt und haben versucht, wenigstens noch ein bisschen vom WGT-Geist aufrechtzuerhalten, auch wenn es kein WGT gab, aber wir wollten, für uns gab's, wir wollten WGT dran festhalten. Für mich ist das auch das 31. WGT hier, sage ich auch auf jeder Veranstaltung. Aber die Ines hat eine etwas freundlichere Einschätzung, bitteschön. Naja, ich denke, es ist bald vorbei. Das Einzige, was wir wahrscheinlich haben werden, ist noch Maskenpflicht. Und also ich glaube, Menschen werden immer einen Weg finden, sich irgendwie einen Weg dadurch zu finden. Sie werden immer Lösungen finden, wenn der Druck groß genug wird. Das ist, denke ich, meine Einstellung. Und ich denke, dass ich so viele Ausfälle von Konzerttagen und Katastrophen gesehen habe durch Umweltbedingungen, weil halt unsere Welt vor die Wand fährt mit rasender Geschwindigkeit. Ich habe in Bolkow gesehen, das ist schon wirklich lange her in Polen, dass ein kompletter Tag einfach abgesagt werden musste wegen Wind. Da sind auch alle Atari Teenage Riot, alle Bands, die da extra gekommen sind, aber einfach so haben die Veranstalter gesagt, sorry, tschüss. Wir haben es in Köln gesehen, beim Amphi-Festival, bei der Außenbühne. Die musste auch wegen Wind und Regen, konnte nicht bespielt werden. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es getroffen hat, Welle Erdball irgendwie, ich habe vergessen, wer es war. Das gesamte Programm ist durcheinander gehagelt. Also ich glaube persönlich, dass das sich alles nach Indoor verlagern wird, wegen den Umweltbedingungen. Und gleichzeitig, dass Outdoor-Veranstaltungen gibt es auch dieses Jahr schon, also jetzt ist ja Juni 2022, dass die diese Festivals ohne Bands sein werden oder die Bands, die halt Bock haben, aber ohne die großen klassischen Sachen, wie wir die kennen. Das Gute ist ja zum Beispiel, das WGT ist ja sehr anpassungsfähig. Ja. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Angebote hier gesehen. Also man hat ja auch den Treffencharakter und da ist es ja schön, das wäre ja dann, wenn es diese Katastrophen gibt, da könnte sich ja einiges ändern. Ja. Das WGT ist tatsächlich... Da könnte man vielleicht noch auf die Zukunft hoffen. Es ist evolutiv anpassungsfähig. Ja. Da glaube ich fest dran. Danke Sonic Seducer.